Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Ausgabe von Was bewegt dich? Liebe Lisa, was macht dein Muskelkater wegen der vielen Beinübungen, die wir gemacht haben? Ja, also ich merke es definitiv. Man merkt es ja auch schon direkt nach der Übung, aber das hält sich noch in Grenzen. Es hält sich noch in Grenzen? Ja. Gut, dann werden wir den Muskelkater heute noch ein bisschen verstärken. So, Michael, was heißt denn, wir machen die Übung schwerer? Wir machen den Entenlauf, das heißt, wir bewegen uns vorwärts wie eine Ente, die watschelt. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir vorstellen, gut. Aber zeig mal. Dann gehen wir jetzt erstmal ganz tief runter in die Hocke. Ja. So tief wie du kannst. Ja. Und jetzt bewegen wir uns in der Position vorwärts. Das wird richtig anstrengend. Und wenn du dann noch keinen heftigen Muskelkater hast, dann müssen wir uns wirklich noch was anderes überlegen. Liebe Zuschauer, ich habe es endlich geschafft. Lisa ist ganz schön fertig von unserer Beinwoche, die wir jetzt hinter uns haben. Und deinen Muskelkater wirst du spüren. Ich werde ihn spüren und ich würde auch nicht sagen, arme Lisa, sondern gesegnete Lisa, dass du mir diese Übung gezeigt hast. Ich bin einverstanden. Ja, vor allem auch unseren Zuschauern. Machen Sie das gerne mal mit, machen Sie es gerne nach. Schauen Sie es sich in unserer Mediathek an und auf unserem YouTube-Channel. Dort können Sie mit uns trainieren. Wir freuen uns auf Sie. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.